Also heißt es jetzt, unsere Evakuierungsmission. Das Bundesgesundheitsministerium aber unterstützt jetzt seit Mai. Das sind Entwicklungen, die uns große Sorgen machen, Sorgen um das Schicksal einzelner Afghanen, auch um die Entwicklung des Landes insgesamt. Das sind auch bittere Entwicklungen, wenn man sie vor dem Hintergrund des langjährigen Einsatzes der westlichen Staatengemeinschaft betrachtet. Der nationalen Staatengemeinschaft, dass kaum jemand und die Taliban auffordert, Zurückhaltung zu wahren, das Leben der Menschen in Afghanistan zu schützen und dafür zu sorgen, dass dringend nötige humanitäre Maßnahmen angegangen werden können. Wir haben das Thema der afghanischen Ortskräfte hier jetzt seit gefühlt. Deutschland hat, das hat ja das Auswärtige Amt oft dargelegt, die Kontakte mit den Verhandlern der Taliban in Doha. Und, aber es muss auch klar sein, wir machen uns keine Illusionen über die Taliban und das Wesen ihrer Bewegung. Es darf ja nicht vergessen werden, welchen unbarmherzigen Terror die Taliban in den vergangenen 20 Jahren gegen die eigene Bevölkerung, gegen die eigenen Landsleute ausgeübt haben. Aber das sind sicherlich nicht so sehr bilaterale, sondern Fragen einer längerfristigen Strategie der internationalen Gemeinschaft. Und wir raten zudem denjenigen, die davon betroffen sind, sich nicht in der jetzigen Situation auf eigene Faust zum Flughafen zu begeben, weil das riskant sein kann und weil es weil sie in der jetzigen Situation nicht erwarten können, in den Flughafen vorgelassen zu werden, bevor sie sich auf einer Flugliste befinden.